Da wollte ich hin. So. Großes erledigt. Bleiben noch vier kleine. Meeresströmung. Yay. Jetzt bin ich richtig. Ah ja. Ich wusste gar nicht, dass man den Delfin hier auch sieht. So. Na los. Oder man sollte den Delfin hier sehen, damit man weiß, wo er hingeschwommen ist. Das kann ja auch sein. Aber jetzt auf jeden Fall möchte ich hier einfach weiter treiben. Dann komme ich in ein völlig neues Gebiet, glaube ich. Als eins, was ich entweder noch nicht gesehen hatte oder wo ich schon mal war, aber bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall weiß ich, dass es hier diesen Delfin nochmal gibt. Und hier muss ich ihn fangen. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Die. Gut. High Potion. Jetzt verrecke, du dämliches Scheißvieh, ey. Quallen gehen mir so auf den Sack. 90%, nee, 99% Dunkelheit und 1% Böse. Nee, 99% Wasser und 1% Böse, so ist es. Ha. Okay. Bam. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Offensichtlich nicht. Gut. Wo ist der Delfin? Ich habe mich jetzt noch nicht gesehen. Muss hier irgendwo sein, ich bin mir sicher. Vielleicht kommt er auch erst, wenn ich die Herzlosen hier vernichtet habe. Oh ja, genau. Noch mehr, bitte. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Was das jetzt? Ah, nee, doch nicht. Ah, da ist er doch. Natürlich. Ich wusste, der Delfin ist hier. Ich brauche den Delfin von hier. Aber diese beschissenen Gegner, die mich einfach nur nerven. So. Hä?
ist einfach nur gestorben. Okay. Oh, cool. Level up. Vielen Dank. Das gefällt mir. Das gefällt mir ziemlich gut. So, und wo ist jetzt der Delfin? Irgendwo muss er ja sein. Na gut, verkloppen wir halt noch weiter Gegner, bis ich ihn finde. Stopp! Ah, da ist er. Festhalten! Yay! So, diesmal habe ich den richtigen Delfin. Der müsste mich jetzt in die Strömung bringen. Ja. So, und da sind wir jetzt beim Wrack. Völlig neuer Ort, bei dem wir noch gar nicht waren. Still hier drin. Frack verlassen? Nee. Ja, das wollte ich auslösen. So, die Kiste möchte ich aber trotzdem haben. Diese Form habe ich schon mal gesehen. Meereskristall erhalten. So, wegen dem bin ich hier. Und ja, dann verlassen wir mal das Wrack. Zu meinem Freund, den wir schon gesehen haben. Wo ist er denn? Ah, jetzt habe ich einen Akku. Ah. Ah, dieser scheiß Hai. So. Voll auf die Nase hauen. So wie ein Hai auch normalerweise im Real Life besiegt wird. Bam. Gut, dann kann ich mich ja... was ist das? Oh. Cool, danke für die Spende. Ich wusste gar nicht, dass er was droppt. Gut, dann kann ich ja jetzt noch ein bisschen erkunden, untersuchen. Hm? Was ist das für ein Ding? Ich komme da nicht ran. Hm, okay. Kann ich also noch nicht machen. Sieht irgendwie auch verdächtig aus. Weiß aber gerade nicht, was es damit auf sich hat. Was ist hier drinnen? Eine Kiste. Elixier erhalten. Yay. Und hier ist noch eine Kiste. Sehr schön. Her damit. Mithrilerz. Supi. So, jetzt muss ich kurz gucken, wo ich den raus will. Das ist die Meeresströmung. Da will ich nicht raus aus diesem Gebiet, weil es gibt einen zweiten Ausgang, der mir den Weg hierher das nächste Mal verkürzt. Ich weiß bloß nicht, wo er ist. Ist da oben gewesen? Nee, offensichtlich nicht.
wird es wahrscheinlich der da sein. Meeresgebirge, das klingt gut. Ja. Untersuchen. Das grelle Licht mal aus der Nähe betrachten, ja. So, und jetzt kann ich mich da hier mit rauskatapultieren und die Kiste ist damit weg. Die ich, glaube ich, sogar öffnen kann, oder? Ja. Orihalkon erhalten. Yay. So, ein ziemlich wertvolles Material. Lasst mich ja alle in Ruhe. Okay, also gleich sterbe ich, wenn das so weitergeht. Ja genau, heil Donald. Donald braucht sie auch viel mehr als ich. Als ob er nicht sich selbst heilen könnte. Wisst doch, alle für einen. Und so. So, verrecke, komisches Tauchervieh und jetzt noch die Quallen. Okay. Ich müsste eigentlich ganz in der Nähe sein. Ah, da ist es doch. War sogar noch näher in der Nähe, als ich erwartet hätte. Sagt Fabius gerade? Diese Form sieht genauso aus wie dein Kristall. Ja, was für ein Zufall. Ariel, du hast wieder nicht gehorcht. Du solltest doch den Palast nicht verlassen. Junger Mann, du bist nicht aus einem anderen Ozean. Du bist aus einer anderen Welt. Hä? Dann bist du der Schlüsselträger. Woher wissen Sie das? Du magst Ariel täuschen, mich nicht. Du kannst ja nicht mal mit deiner Schwanzflosse umgehen. Als Träger des Schlüssels solltest du wissen, niemand darf sich in Angelegenheiten anderer Welten einmischen. Natürlich weiß ich das, aber... Du hast diese Regel verletzt. Der Träger des Schlüssels stört den Frieden und bringt den Untergang. Das würde Sora nie tun. Ich danke dir für die Rettung meiner Tochter. Aber in meinem Ozean ist kein Platz für dich und deinen Schlüssel. Tja, offenbar ist er ein bisschen sauer auf mich. Oh je, das arme Kind leidet solche Qualen. Schade, wenn wir doch nur etwas tun könnten. Warte, vielleicht kann sie dir nützlich sein. Genau, vielleicht kann sie dir nützlich sein. Über wen sprichst du? Oh, sie würde dir sicher helfen. Sie könnte all deine Träume wahr machen. Ursula kann helfen. Du hast gerufen, meine Liebe. Du bist Ursula. Ich hab mich gefragt, ob... Ganz ruhig. Ich bin von Natur aus hilfsbereit. Lass mich raten, du möchtest dir gern andere Welten ansehen, also das lässt sich einrichten.
Schließlich stammen ja deine neuen Freunde auch aus einer anderen Welt. Was? Aber sie hatten Unterstützung. Diesen mysteriösen Schlüssel. Ach, herrje. Kopf hoch, Schätzchen. Du hast auch etwas Besonderes. Jetzt hör gut zu. Okay. Ja, dann ab zum Meeresgebirge. Wir müssen uns um Ariel kümmern. Ich meine, einmischen ist ja schön und gut, aber es sind ja trotzdem Herzlose und naja. Wir müssen ja irgendwie verhindern, dass die Herzlosen diese Welt zerstören, ne? Ob nun jetzt Triton was dagegen hat, ob wir uns da jetzt einmischen, tja, kann ich auch nicht ändern. Dort war ja meine Ariel zuletzt, nicht wahr? Aber offensichtlich ist sie nicht mehr hier. Tja. Wo kann sie denn jetzt nur sein? Ich hab's ehrlich gesagt selbst keine Ahnung. Gehen wir mal zum Palast. Ah, okay, das scheint richtig zu sein. Ich glaube, das Schlüsselloch, das sie suchen, ist irgendwo im Palast. Wenn du mich dorthin bringen könntest, meine Liebe, ohne dass dein Vater davon erfährt, könnte ich dir diese anderen Welten, nach denen du dich so sehnst, eröffnen. Okay, dann auf zum Palast. Wir haben gesehen, wo sich Ursula rumtreibt, also worauf warten wir noch? Mehr Gegner. Ich meine, nicht, dass ich jetzt etwa aufstehen würde, weil die Gegner mir auf den Sack gehen hier, aber naja. Sie respawnen meines Erachtens dann doch ein bisschen zu viel. Sollte mich aber echt nicht beschweren, weil schließlich ich könnte sie alle, die meisten Gegner aus dem Weg gehen, würde aber nur dafür sorgen, dass ich halt nicht meine zusätzlichen EP kriege. Und die will ich ja doch irgendwo haben. Noch eine Gegner-Salve spawnen. Kurz vom Ende. Ja, sag ich ja. Oh, ein neuer Gegner. So ein Kugelfisch-Herzloser. Oder nee, Laternenfisch-Herzloser, der diese Taucher trägt. Gibt sogar 30 EP. Okay. Das jetzt alle oder war da nicht noch ein Taucher? Na gut. Von mir aus, wenn da keiner mehr war. Dann zu Tritons Gemach. Der Dreizack ist mein, endlich!
Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft, meine Liebe. Ursula, nein! Das wollte ich nicht! Warum denn nicht? Willst du ewig unter der Fuchtel deines verehrten Herrn Vaters stehen? Oh ja! Wir hatten eine Abmachung, nicht wahr? Zeit für einen kleinen Abstecher in die finstere Welt der Herzlosen. Wir können das Schlüsselloch nicht finden. Das Schlüsselloch ist nicht hier. Was? Oh, wir bekommen Gesellschaft. Ihr kommt leider zu spät, meine Süßen. Vater. Der Dreizack. Wir müssen ihn zurückbekommen. Kommt, gehen wir. Wartet, ich komme mit euch. Mein Vater ist verletzt und das ist meine Schuld. Ich muss Ursula stoppen. Ganz recht. Ich werde dir folgen, Ariel. Gut, ich will Ariel wieder mithaben. Goofy ist mir da nicht so wichtig. Ich mag Ariel. Der Zauberkessel verleiht Ursula übernatürliche Kräfte. Um Ursula zu besiegen, musst du mit Magie ihren Zauberkessel vernichten. Ja. Ich weiß. Und das ist genau das Nächste, was mir so ein bisschen Aufstoßen bereitet. Ich weiß es übrigens, dass die Welt nicht mehr so lange geht. Aber ob ich die auch jetzt sofort schaffe, das ist halt die Frage. Ich müsste halt eventuell trainieren. Und wenn ich trainiere, bedeutet das... mehr... längere Wartezeiten. Und ich will halt irgendwie schon nicht... Also ich will heute jetzt nicht großartig eine Trainingssession einlegen. Das ist halt mein Hauptproblem. Wenn ich Welt schaffe, ohne Trainierung, dann werde ich die so machen. Ansonsten wird halt eine Trainingssession eingelegt. Allerdings nicht mehr heute. Ich bin am Überlegen, ob ich heute überhaupt noch Origins aufnehme. Oh Mann. Nein! Ich hab doch geheilt, Mann. Dämliches Kackvieh. Du bist dran schuld, dass ich gerade verreckt bin. Ja, vielen Dank, dass du verrecken gehst. So. So. Blitzraring. Okay. Jetzt habe ich wieder Ruhe und ich gehe zuerst zum Wrack. Da habe ich auch jetzt die Abkürzung. Ich glaube, da muss ich sogar hin. Gibt es den Hai hier nicht nochmal? Ja. Ja, komm, du kriegst jetzt voll einen auf die Nase. Weil in deiner Nase nämlich dein Orientierungssinn oder Gleichgewichtssinn oder sowas war. Irgendwas war das in der Richtung. Auf jeden Fall können Haie sich nicht mehr richtig orientieren, wenn sie auf die Nase kriegen. So. Und jetzt geht's hier nochmal hin. Ich brauche nämlich... hier für Sebastian
Brauchst du Hilfe? Ich zeige dir, wie es geht. Gut, und dann müsste ich jetzt dahin kommen, wo ich hin will. Geysir des Bösen. Oh mein Gott.